Sascha, mein Lieblingspizzabäcker, was machst du hier? Ja, arbeiten. Fantastisch, ja. Aber ich habe Hunger. Und wir alle haben Hunger. Das heißt? Und wir haben was ganz Neues gekriegt. Oh nein. Oh doch. Oh nein, was ist das denn? Und du bist ja Auserwählter heute und darfst uns Pizza kredenzen. Das ist aber sehr nett von dir. Wir haben alles schon mal vorbereitet. Ich finde das ganz klasse, dass du das machst. Danke. Wir sehen uns gleich. Okay, Sascha, jetzt ist ja schon wieder Zeit vergangen und es ist immer noch nichts fertig. Wo ist die Pizza? Was hast du denn jetzt hier alles aufgebaut? Was ich aufgebaut habe? Ja, einmal das Modell, was ich hier vorstellen werde beim Test. Das ist der Karo 12. Das ist ein Multibrenner. Der ist hinten. Kann man mal zeigen. Eine Brennkammer zu befeuern mit Holz. Da können wir sogar schon mal was reinlegen. Und Kohle. Und man kann hier umswitchen und einen Gasbrenner installieren hier hinten. Und dann ist der auch ganz easy mit Gas zu betreiben. Liegt der Gasbrenner dabei, oder? Der Gasbrenner ist in dem Set nicht dabei, den muss man halt extra erwerben. Okay, aber man braucht ihn nicht. Man braucht ihn nicht. Ich finde auch, der Geschmack durch die Holz- oder Holzkohle wird viel intensiver als nachher mit dem Gas. Aber das sehen wir nachher beim Test. Wie lange braucht das Gerät dann zum Aufheizen? Also das Gerät laut Herstellerangabe braucht 60 Sekunden. Da hast du schon die 500 Grad erreicht, was man auch für eine Pizza auch mindestens haben sollte. Ansonsten wird der Boden halt nicht richtig knusprig. Erreicht die Temperatur durch den Kamineffekt, durch das Feuer, was hinten steht, zieht er die heiße Luft hier durch, hier raus und dadurch kriegt das Feuer hinten noch mehr Sauerstoff und dadurch erreichen wir diese 500 Grad in diesen 60 Sekunden. Gespeichert wird die Wärme dann auf dem Pizzastein und halt dieser hat den Vorteil, dass der innen drin nochmal doppelwandig ist und so die Temperatur in dem Ofen halt super speichert. Wenn ich jetzt meine ganze Familie bedienen möchte, gibt es den auch größer? Genau, den gibt es auch größer. Also der hier ist jetzt der Karo 12, der ist für 30 cm Pizzen geeignet. Ist halt ein Multibrenner, wie schon vorne erklärt, mit Holz, Kohle und Holz und auch Gas umrüstbar. Dann haben wir hier den großen Bruder davon, das ist der Karo 16, auch ein Multibrenner. Der hat sogar einen Thermostat integriert und ein offenes Fenster. Und hat für Pizza bis 40 cm ist der jetzt geeignet. Dann haben wir hier danach den 4er 12. Das ist ein reiner Pelletofen, der wird mit Pellets hinten befeuert. Also da kann man jetzt auch nichts ändern. Dann haben wir hier einmal nochmal den Koda 12. Das ist ein reiner Gas-Pizzaofen. Ich sehe gerade, du hast da einen Pizzaschieber. Ist der auch mit dabei oder muss ich den hinzukaufen? Also der Pizzaschieber ist nicht mit dabei. Also dabei ist wirklich nur so, wie es jetzt da steht. Oh, natürlich jetzt die Pizzakaube. Den kann man halt optional erwerben, genauso wie zum Beispiel diese Abdeckhaube. Vorteil von dieser Abdeckhaube ist, die hat einen Griff integriert, das heißt man kann ihn direkt transportieren, um zum Camping oder zum Nachbarn eben drüber zu gehen. Aber nochmal zurück auf den Pizzaschieber. Ich glaube, der ist zwingend notwendig, weil ich stelle mir das gerade vor, wie du gleich mit deinen blanken Händen die Pizza einmal drehst. Nein, den brauchen wir wirklich. Also Pizzaschieber sollte man auf jeden Fall mit erwerben, weil ohne Pizzaschieber geht es natürlich nicht. Ja. Sascha, da du der Pizzaprofi bist, braucht man noch irgendwas anderes als Zubehörteil? Also was ich empfehle, sind auf jeden Fall diese Laserthermometer, weil damit messe ich nachher die Temperatur auf dem Pizzastein und da müssen es wirklich die 500 Grad sein oder 450, damit die Pizza was wird. Ich sehe, der hat einen relativ großen Abstand zum Tisch. Muss ich da noch irgendwas drunter legen? Wird das heiß? Nee, bei dem Modell nicht. Bei den älteren Modellen, ganz früher, als die rausgekommen sind, da war noch ziemlich niedrig. Da musste man wirklich was drunter legen, Alufolie oder irgendein Blech. Aber hier hat er so viel Abstand und die Gummifüße, die halt den Tisch zum Beispiel schonen. Da braucht man sich echt keine Sorgen machen. Sascha, du quatschst die ganze Zeit. Was ist da los? Das Ding ist noch gar nicht an. Ja, mit der Ruhe. Mach mal, jetzt komm ich weg hier, damit ich loslegen kann. Katastrophe. Wofür haben wir dich?
Pizza ist jetzt drin. Wir warten jetzt kurz. Vorne ein bisschen Blödsinn erzählt. Und zwar braucht der Pizza auch 15 Minuten zum Vorheizen und 60 Sekunden für die Pizza. Und Ingo, schmeckt's? Ein Traum, ehrlich. Ich bin echt überzeugt, Sascha. Wir haben deine Passion gefunden. Sascha, wir sind alle restlos begeistert von der Pizza. War fantastisch. Hast du ein Fazit für uns? Ja, auf jeden Fall. Also das, was der Hersteller angibt an Zeit und an den Aufwärmzeit von dem Ofen, stimmt voll und ganz überein. Also wirklich 60 Sekunden braucht die Pizza, bis die fertig ist. Und 15 bis knapp 20 Minuten, bis der Ofen wirklich Temperatur hat. Die Pizza schmeckt echt klasse. Also der Geschmack davon mit dem Holz, also dem Raucharoma, also das kriegt man, glaube ich, so nicht selber zu Hause im Ofen hin. Worauf man unbedingt darauf achten sollte, ist, dass man sich wirklich einen eigenen Pizzateig macht. Dass man wirklich einen Tag vorher diesen Pizzateig selber herstellt. Rezepte gibt es im Internet, die sind wirklich ganz leicht, weil so eine Fertig-Pizzateig würde ich da gar nicht reinmachen. Also für die, da kriegt man auch, glaube ich, nicht die Qualität, die man sich dann so erhofft. Selbstgemachter Pizzateig schmeckt also deutlich besser im Ofen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt uns einfach in den Kommentaren. Wir versuchen schnell wie möglich darauf zu antworten. Links zu den Produkten findet ihr wie immer bei uns in der Beschreibung.